Mönchengladbach brodelt es. Eine Islamistenschule will in die Stadt ziehen, und zwar eine, die als radikal gilt und die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und nun ist die Frage, wie gehen die Bürger damit um? Sehr unterschiedlich, um es ganz vorsichtig zu sagen. Alexander Rottig. Gegen Islamisierung, gegen Überfremdung. Aufmarsch von Pro-NRW in Mönchengladbach-Eiken. Die rechte Gruppierung nutzt hier den Streit um ein islamisches Zentrum zur Profilierung, wittert ein Kampagnenthema. Wir werden also sicher solche Mahnwachen auch in Zukunft hier noch durchführen. Wir werden massiv Flugblattkampagnen durchführen. Wir werden Saalveranstaltungen machen. 100 Meter weiter. Die strenggläubigen Muslime des Vereins Einladung zum Paradies planen hier ein großes Schulungszentrum. Sven Lau vom Vereinsvorstand wollte dazu mit den Nachbarn im Gespräch bleiben. Doch so langsam kippt die Stimmung, meint er, auf beiden Seiten. Vorher hatten wir Angst um unsere eigenen Familien und eigenen Kinder. Und mittlerweile wird auch der Prophet Mohammed und unser Gott, Allah, in den Dreck gezogen. Und ich befürchte, wenn so etwas weiter ausartet, dass sowas eskalieren kann. Was bedeutet das? Dass Emotionen hochkochen werden. Droht eine Gewaltspirale. Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppe wegen ihrer Ansichten. Gegen die Gleichberechtigung der Frau, gegen Demokratie. Ein Funktionär hatte zuletzt die Steinigung bei Ehebruch rechtfertigt. Und so wird Eiken zum Brennpunkt. Islamisten und rechte Splittergruppen, dazu auch noch deren Gegner von der Linken. Viele Eikener wehren sich gegen das islamistische Schulungszentrum, aber auch gegen den Aufmarsch rechter und linker Gruppen in ihrem Viertel. Ich finde das ganz grausam, was hier abspielt. Hier sind Leute vom Umfeld Nordrhein-Westfalens, Eikener sehe ich wenig. Ich höre mir da nur an, ich habe mit denen nichts am Hut. Wenn man da die Aufklärung gemacht hätte, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Dann hätten die ja jetzt auch nicht die Pro-NRW oder NPD so eine Plattform hier. Normalerweise müsste man hingehen, müsste so eine Halle wie hier, die da ist, mieten, mit allen Spitzen der Partei hier rein, mit diesen Islamisten und die Bürger, und dann mal ein vernünftiges Gespräch führen, dass da was bei rauskommt. Doch die Gesprächsbereitschaft schwindet offenbar. Bezirksvorsteher Reinhold Schiffers versucht, den bürgerlichen Protest gegen das Islamistenzentrum zu bündeln, damit nicht die Scharfmacher das Klima vergiften. Die Gefahr besteht offenbar. Was zu befürchten ist, ist, dass diejenigen, die solche Anlässe suchen, dass die auf solch einen Zug aufspringen. Aber da muss ich sagen, da sind wir auch aufmerksam genug, dass wir das auch nicht zulassen werden. Hier sollen keine Menschen gefährdet werden. In einer Bürgerversammlung wollen die Eigner sich wehren. Gegen das Islamistenzentrum, aber auch gegen die Instrumentalisierung ihres Kampfes durch